Fachkräftemangel? Für die Lorenz Dental Management GmbH ein Fremdwort. Dabei hat das Zwickau-Unternehmen keine besseren Bedingungen als andere Betriebe. Der Unterschied? Hier geht man die Personalentwicklung sehr langfristig an. Wir sind nur seit einigen Jahren sehr aktiv in dem Bereich, besuchen Ausbildungsmessen. Wir haben uns am Tag des offenen Unternehmens beteiligt, wo über 30 Schüler schon von der 7. und 8. Klasse an ins Unternehmen kamen und sich mit dem Beruf auseinandergesetzt haben. Dafür gab es ein Lob vom sächsischen Wirtschaftsminister Sven Morlock und die Auszeichnung als hervorragender Ausbildungsbetrieb. Zusammen mit weiteren 7 Unternehmen. Ein erfreulicher Fakt, aber kein Grund zur Selbstzufriedenheit. Künftig werden die Schülerzahlen schwinden. Wie kann Sachsen dennoch auch über das Jahr 2020 hinaus Fachkräfte hervorbringen und gewinnen, die die Wirtschaft hier weiter vorantreiben? Das Wirtschaftsministerium hatte deshalb am 13. April zum ersten Forum Fachkräfte nach Freiberg geladen. Als Ministerium wollen wir zuallererst Bewusstsein wecken, wollen die Akteure, die sich mit dem Thema beschäftigen, zusammenbringen, damit wir miteinander diskutieren, um miteinander Lösungen zu erarbeiten. Schwerpunkt diesmal die duale Berufsausbildung, das heißt die Verbindung von praktischem und theoretischem Lernen. Anregungen gab es von kompetenter Seite. Professor Felix Rauner von der Universität Bremen sprach sich für einen durchlässigen beruflichen Bildungsweg vom Lehrling zum Master aus. Auch nach der Meister- und Technikerprüfung müsse die Möglichkeit bestehen, sich auf hohem Niveau weiter zu qualifizieren. Er empfahl, dafür berufsspezifische duale Masterstudiengänge einzurichten. Ein allgemeines akademisches Studium an einer Universität ist verlorene Zeit für den Handwerksmeister oder den Techniker, so die streitbare Position. Wenn man nicht immer die gleichen Antworten haben will, so muss man anders fragen, meinte Professor Dieter Euler von der Universität St. Gallen. Er empfahl flexiblere Ausbildungswege, zum Beispiel berufsspezifische Ausbildungsbausteine. Über beide Thesen wurde munter gestritten. Die Diskutanten und auch Minister Morlock halten aber das duale Ausbildungssystem nach wie vor für wichtig. Angesichts der Entwicklungstendenzen, die wir haben, müssen wir eben feststellen, dass eben diese duale Ausbildung nicht mehr für das ganze Berufsleben reicht. Und deswegen ist natürlich auch eine ständige Weiterbildung wichtig. Und es geht darum, die entsprechenden Schnittstellen zu finden, auch die Übergänge, wie jemand nach einer dualen Ausbildung gegebenenfalls sich auf einer Hochschule weiterqualifizieren kann, neben dem Beruf, aber auch mal einen Berufsausstieg macht. Wir müssen hier zu neuen Konzepten kommen, weil die Anforderungen im Wirtschaftsleben, im Berufsleben immer größer werden. Der Dialog zwischen Wirtschaft, Gewerkschaften, Verwaltung und Gesellschaft ist angeschoben. Seine Ergebnisse werden in die vom Freistaat derzeit erarbeitete Fachkräftestrategie Sachsens einfließen. Das nächste Forum wird sich dem Thema Zuwanderung widmen. Sachsen hat dazu eine Initiative in den Bundesrat eingebracht.